Ihr Gesicht ist faltig. Bewegen kann sie sich nur langsam, weil ihre Knochen und Gelenke schnell wehtun. Und arbeiten gehen kann sie bereits seit Jahren nicht mehr. Ja, Sarah Hartshorn lebt das Leben einer Rentnerin. Dabei ist sie erst 21 Jahre alt. Kurz gesagt leide ich an Cutis Laxa. Das ist eine seltene Krankheit, die verschiedene Verläufe nehmen kann. Aber hauptsächlich dazu führt, dass ich innerlich und äußerlich sehr schnell altere. Cutis Laxa, übersetzt schlaffe Haut, ist eine Bindegewebskrankheit, die mit nur etwas über 200 Patienten zu den seltensten Krankheiten weltweit zählt. Doch hier im englischen Rotherham bei Manchester gibt es gleich 4 Fälle auf einmal. Denn neben der 21-jährigen Sarah sind auch ihre viel älter wirkende 45-jährige Mutter und 2 ihrer insgesamt 6 Geschwister von der Krankheit betroffen. Natürlich mache ich mir Vorwürfe. Und ich hatte anfangs riesige Schuldgefühle. Ich habe ihnen damit ja quasi einen Fluch auferlegt. Und es hat mir das Herz gebrochen, als ich sehen musste, wie sie wegen mir leiden müssen. Sarahs Kindheit ist voller schrecklicher Erinnerungen. In der Schule wird sie wegen ihres Aussehens gemobbt. Ein Mitschüler bricht ihr sogar die Nase. Nur zu Hause bei ihrer Familie fühlt sie sich wohl. Denn die 4 gesunden Geschwister, darunter auch Lauren, passen so gut es geht auf die heute 21-Jährige auf. Wir haben unser Bestes gegeben, aber oft kam sie heulend nach Hause, weil die Jungs sie gehänselt haben. Sarah, die als Teenie-Oma gemobbt wird, zieht sich mehr und mehr zurück. Bis sie 16 Jahre alt wird und ein Arzt aus den USA im Fernsehen von ihrer Krankheit hört und sie und ihre Mutter zu sich einlädt. Wir sind dann nach Texas geflogen und er hat mich komplett überholt. Meine Augenbrauen, ein Facelift, meine Nase, die Fettschürzen unter meinen Augen. Außerdem hat er noch Fett in meine Lippen gespritzt. Seit der aufwendigen OP ist vieles besser geworden für die heute 21-Jährige. Vor allem ihr Selbstbewusstsein. Doch die Wunden des jahrelangen Mobbings sind geblieben. Das merken wir bei einem Ausflug in die Innenstadt. Doch dazu gleich mehr. Denn die Krankheit Cutis Laxa gibt es quasi auch genau andersherum. Betroffen davon der Kroate Tomislav Jurcic, genannt Tomi. Er sieht aus wie 13, ist aber bereits 24 Jahre alt. Ich sah schon immer viel kleiner und jünger aus als andere Kinder in meinem Alter. In meinem Gehirn arbeitet der Teil nicht richtig, der eigentlich Hormone und vor allem Wachstumshormone bildet. Im Gegensatz zu Sarah lässt er sich von Mobbing und Hänseleien nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil. Der 24-Jährige arbeitet fleißig an seiner Schauspielkarriere, vermarktet sich als Kinderschauspieler und hat es sogar bis in die weltberühmte Serie Game of Thrones geschafft. Doch im Alltag stößt auch der Tommy schnell an seine Grenzen. Alkohol kaufen ist eigentlich unmöglich und auch seine Flirtversuche bei Frauen laufen bei unserem Treffen eher ins Leere. Ich muss damit echt kämpfen. Viele Mädels verstehen meinen Zustand einfach nicht. Ein Zustand, der sich aber vielleicht bald ändert. Denn Tommy hat eine Hormontherapie gestartet. In den nächsten 5 Jahren soll er so seinem Alter entsprechend älter wirken. Für die 21-jährige Sarah und ihre Krankheit Cutis Laxa hingegen gibt es keinerlei Behandlungsmöglichkeiten, da die Krankheit noch fast unerforscht ist. Viele Betroffene sterben bereits im jungen Alter. Hast du Angst, dass es schlimmer wird? Ja und nein. Ich hoffe einfach, dass wenn ich ein aktives Leben führe, dass mein Körper wenigstens halbwegs funktional bleiben wird. Aktiv ja, Job nein. Aufgrund ihrer Krankheit ist Sarah quasi nicht in der Lage zu arbeiten. Die 21-Jährige lebt von Arbeitslosengeld am Existenzminimum. Shoppen gehen oder Party machen ist selten. Doch Sarah geht eh nicht gern vor die Tür. Warum merken wir, als die 21-Jährige in der Stadt zufällig auf einen alten Peiniger aus der Schule trifft, der sie früher gemobbt hat? Ich erinnere mich ganz genau an die Scheiße, die du früher zu mir gesagt hast. Das werde ich niemals vergessen. Ich bin kein Kind mehr, ich muss keine Angst mehr vor irgendwem haben. Aber ich komme nicht gerne hierher. Ich bin eigentlich kein böser Mensch, aber wenn ich auf gewisse Leute aus der Vergangenheit treffe, dann werde ich sauer. Man merkt, Sarah kämpft trotz OP und neuem Selbstbewusstsein mit ihrer Vergangenheit.
Auch deshalb kann sich die 21-Jährige aktuell nicht vorstellen, eine Beziehung zu führen. Einziger Lichtblick für sie bleibt ihre Familie, die trotz aller Probleme und Krankheit fest zusammenhält.